Hey Minecraft-Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr eine Mode und ein Cape bekommt in Minecraft auf der Bedrock Edition in der 1.16. Und wenn ihr euch für solche Sachen interessiert, wie Minecraft, Command-Blöcken und so weiter, dann abonniere gerne meinen Kanal, bleibt dran! So, und hier sind wir nun. Und zwar, übers Wochenende kommen jetzt ein paar Videos. Heute kommt noch mal eins. Und morgen auch noch mal ein paar. So, und am Montag. Und zwar, der Alpha zockt, winkt mir jetzt schon zu. Und ich habe ein Cape an. Hö? Wir sind auf der Beta von der 1.16. Das ist nun das vollständige Update, was wir bekommen werden. Ich vermute mal, Ende April werden wir es kriegen. Ist meine Vermutung. Aber ist natürlich nicht bewiesen oder bestätigt oder hast du gesehen. Aber kann gut sein. So. Das Update wurde heute vollständig beendet oder vervollständigt, sage ich mal. Und dazu kommen jetzt ein paar Videos. Und hier haben wir den Alpha. So, er winkt mir zu. Wie geht das? Profil. Charakter bearbeiten. Hier ist ja noch alles ganz normal. So, hier oben schauen wir mal. Da, eins und zwei. So, bis jetzt können wir nur winken. Oh, was war das gerade? Hallo. Ah, jetzt. Okay, guck. Ich kann winken. Ich habe auch schon gesehen, dass da irgendwelche anderen Emotes waren, aber die gingen irgendwie nicht. Jetzt ist da nur noch Winken auf einmal. Aber Tatsache ist, man wird die dann vermutlich dann genauso wie bei Körper überall kaufen können. Verschiedene Emotes, wie bei Fortnite vermutlich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber irgendwie finde ich das schon lustig. So, und hier haben wir genauso Capes. Hier. Bewegen die sich beim Laufen? Mal gucken. Ah, wo bist du jetzt hin? Ja, tatsächlich. Haha, nice. So. Was es mit den Schriften auf sich hat, erfährt ihr in dem späteren Video. So, und das war's schon mit dem Video. Wenn ihr noch mehr von diesen Videos haben wollt, dann schreibt mir einen Kommentar, liked das Video, teilt es mit euren Freunden, mit den Haustieren und natürlich mit dem Goldfisch aus der 1.16. Was? Cheers.